Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bevor ich jetzt mit diesem Video anfange, werdet ihr wahrscheinlich schon einen Unterschied merken. Und zwar, ich habe jetzt mal wieder meine Canon-Kamera ausgepackt. Ihr merkt es wahrscheinlich auch an der Sprachqualität. Ich habe hier mein externes Mikrofon dran und ich hatte einfach mal Bock, wieder mit dieser Kamera zu vloggen. Deswegen, ich werde mir beim Schnitt dann mal die Qualität anschauen, ob die einigermaßen passt. Sonst filme ich ja immer mit meiner kleinen Sony-Kamera. Aber ich habe halt gemerkt, dass die Qualität, also die Soundqualität jetzt nicht so überragend ist, weil die hat schon ein integriertes Mikrofon. Mit so einem externen Mikrofon kann man ein bisschen besser vloggen. Aber ich denke mal, für das heutige Video reicht es. Deswegen könnt ihr mir gerne dann in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas mehr feiert oder soll ich wieder mit meiner kleinen Kamera vloggen. Das könnt ihr entscheiden. Wie gesagt, schreibt mir das unten in die Kommentare. Wie im Titel schon angekündigt oder beschrieben, geht es heute um das Handy bzw. um eine DJ-App für das Handy, weil ich gemerkt habe, ich habe ziemlich viele junge Zuschauer. Mir haben auch zahlreiche junge Zuschauer, sage ich mal, auf Instagram immer geschrieben, hey, danke, durch dich habe ich mir mein neues Hobby gefunden. Das war, wie gesagt, der Grund, oder das ist eigentlich der Grund, warum ich YouTube mache. Euch ein bisschen was zu zeigen, von euch ein bisschen was zu lernen, ein bisschen Feedback zu bekommen. Allein jetzt hier beim Umbau vom Studio oder hier Probleme mit dem PC habe ich zahlreiche Nachrichten bekommen. Und das finde ich einfach mega, mega geil. Es ist ja immer so, wenn man sich einen DJ-Controller kaufen möchte, muss man eigentlich ziemlich viel Geld hinlegen. Sagen wir mal ab 150, 200 Euro. Nicht jeder hat so viel Geld, deswegen gibt es eine Alternative. Ich habe jetzt mal eine DJ-App gefunden, die habe ich mir auch heute erst runtergeladen. Deswegen werde ich die mit euch heute mal zusammen testen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, beziehungsweise wie gut die App ist. Ich werde auch nicht gesponsert oder so, sondern das ist meine eigene Meinung. Ich verlinke euch mal für alle Android-Nutzer die App unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr mal Bock habt, ein bisschen überhaupt einen Einblick zu bekommen, wie funktioniert das, kann man mit dem Handy einen Mix machen. Schaut einfach mal vorbei, gönnt euch die App, die ist komplett kostenlos. Ich muss jetzt irgendwie eine Handyaufnahme machen, damit ich euch das zeigen kann. Und los geht's. Also ich gehe jetzt mal in die App rein. Die heißt DJ Free, wie der Name schon sagt, komplett kostenlos. Mein Studio ist noch nicht aufgeräumt. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, soll auch gar nicht das Thema sein. Und jetzt würde ich sagen, so, also ihr müsst natürlich in den Einstellungen den Bildschirm drehen können, damit ihr diese Ansicht bekommt. Hier seht ihr Deck 1 und Deck 2, also linkes Deck und rechtes Deck. Hier blinken schon zwei LEDs bzw. zwei Buttons, das ist einmal, um die Musik reinzuladen. Ich klicke jetzt mal da drauf. Ich habe mir jetzt auch vorhin noch ein bisschen Musik aufs Handy gezogen, damit ich keine Copyright-Probleme bekomme. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo die ganzen Tracks sind. Einmal hier. Machen wir nochmal Start. Also ich habe jetzt in Deck 1 einen Song reingeladen und natürlich will ich in Deck 2 auch einen Song reinladen. Jetzt weiß ich gar nicht, welchen Track ich da geholt habe. So, ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Track. Also wie gesagt, die App ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Gehen wir mal ganz kurz durch. Oben links, also ich hebe mein Handy natürlich in die Richtung. Oben links seht ihr die BPM, also die Schnelligkeit von dem Track. Der eine Track auf Deck 1 hat bei mir jetzt 126 BPM und der andere Track hat 130 BPM. Das heißt, so einfach kann ich jetzt keinen Übergang machen. Ich könnte das jetzt hier an der Seite anpassen mit dem rechten Regler. Ich gehe jetzt mal runter. Das ist natürlich ein bisschen Fummelarbeit, sage ich mal. Müssen wir 126. So, das heißt, jetzt sind wir schon mal parallel zum anderen Track. Es gibt natürlich auch die Sync-Funktion, aber die will ich jetzt nicht unbedingt einbauen. Die kann ich gerne mal in einem anderen Video erklären, beziehungsweise euch zeigen. Wenn ihr drauf Bock habt, kann ich natürlich auch eine kleine Playlist machen davon, wie funktioniert es mit dieser App und kann man damit auflegen. Das heißt, wir könnten dann ins Detail reingehen, wie hier die Höhen, die Tiefen und so weiter einstellen. Hier gibt es sogar noch Effekte, kann man alles einbauen. Das heißt, wenn ihr drauf Bock habt, kann ich da gerne mal ein bisschen mich durchforsten und ein paar Videos drüber machen. Deswegen schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr drauf Bock habt. Und ich würde jetzt mal sagen, was gibt es denn hier alles? Also oben gibt es den Record-Button. Ganz oben in der Mitte, der rote. Das heißt, wenn ich jetzt da drauf drücke, nehme ich den Mix auf. Ich könnte hier jetzt einen Übergang machen. Unten ist der Fader dafür. Das heißt, ich ziehe den jetzt erstmal nach links, weil ich fange meistens immer einen
einen Mix an mit Deck 1. Also wenn ich einen Mix mache, fange ich immer mit Deck 1 an. Dann gibt es hier natürlich den Play-Button. Hier kann man noch ein paar Sachen einstellen. Genau, das ist für das andere Deck. Links habe ich euch schon gesagt, das ist der Fader. Was haben wir hier? Die Vollversion. Ah, okay. Das heißt, das ist jetzt nur die kostenlose Version. Aber so wie ich das jetzt hier sehe, kann man da eigentlich ganz normal einen Mix machen. Es ist zwar ein großer Unterschied zwischen einem DJ-Controller und einem Handy, aber es wäre möglich, damit auf Geburtstagspartys aufzulegen, sogar in Clubs. Oder die Boxen müssten im Club eigentlich nur AUX haben. Das heißt, ihr müsstet ein AUX-Kabel an euer Handy anschließen, aber ihr müsstet dann parallel vielleicht noch Bluetooth-Kopfhörer haben oder irgendwie einen Adapter, dass ihr eure Kopfhörer auch noch mit anschließt, weil ihr müsst ja auch über Kopfhörer abmischen, beziehungsweise den zweiten Track dann reinfaden. Was haben wir hier unten, wenn ich jetzt auf den Punkt hier drücke? Passiert nichts. Ah, okay. Hier oben ganz normal Touch, das heißt, ich kann hier durchsetten durch den ganzen Track. Ah, man kann hier Cue-Punkte setzen. Das heißt, mit dem Punkt setze ich hier Cue-Punkte. Ah, auch cool. Ich würde aber sagen, wir fangen von vorne an. Das Coole ist, die Bilder werden mit reingeladen. Ich frage mich nur, gibt es da Übergangsstil? Was haben wir denn da? Nee. Ob es da irgendwie ein anderes Design gibt? Wahrscheinlich dann nur in der Pro-Version. Jetzt schauen wir mal kurz in die Einstellungen. Genau, Cue-Punkte, Equalizer, Klebestreifen. Was ist das? Das brauche ich nicht. Turntable, genau. Waveform, Crossfader. Schauen wir mal, was das dann ist. Hat sich jetzt auch nichts getan. Ich vermute, dass man die Turntables farblich ändern kann, wenn man die Pro-Version hat. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Ah, okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht kann man es trotzdem im Hintergrund ein bisschen sehen. Hier gibt es noch zusätzliche Effekte, wie so ein eine Kick kannst du noch einbauen. Das heißt, ich könnte manuell auf eine Kick drücken in dem Mix, also in dem Track. Ich könnte eine Snare einbauen, ich kann hier noch irgendwelche Vocals reinpacken, aber das ist halt nur möglich, ja, wenn ich die Pro-Version habe. Und jetzt würde ich sagen, ich spiele jetzt mal den Track ab. Schauen wir mal, was man hier so machen kann. Ich mache jetzt bloß ein bisschen leiser. Ah, okay. Ich könnte jetzt hier mit dem Finger einfach die den Echo zum Beispiel steuern. Ich habe keine Ahnung, wie sich das dann in dem Video anhört. Ich hoffe einigermaßen gut. Ah, okay. Also hier kannst du echt ein bisschen rumprobieren. Hier kannst du die einzelnen... Achso, das ist manuell, genau. Also das heißt manuelle... Machen wir nochmal kurz Pause. Hier kann man manuelle Filter einbauen, beziehungsweise Effekte. Hier hat man so ein kleines Pad. Dann kann man einen Phaser, einen Bitcrusher, einen Gates, einen Echo, einen Flanger. Gut, der Flanger ist eigentlich somit der beliebteste. Jetzt würde ich mal sagen, ich probiere jetzt mal ohne Kopfhörer einen Übergang hinzukriegen. Ich glaube, das wird richtig sackschwer. Aber ich gebe jetzt mal mein Bestes. Schauen wir mal. Also ich mache jetzt hier mal Play. Wir switchen jetzt einfach mal ein bisschen nach vorne. Man kann auch hier, wenn man hier die Nadel bewegt, kann man auch den Track hin und her schieben, beziehungsweise den Startpoint auswählen. Und ich würde sagen, ich fange jetzt hier einfach mal an. Schauen wir mal. Ich muss halt dann den Fader rüberziehen. Jetzt muss ich gleich einsetzen. Okay, das passt überhaupt nicht. Okay, ich habe total verkackt. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier auch zum ersten Mal. Hier kann man nochmal genaue Infos abrufen. Ich könnte jetzt hier... Was hatte der? 130, glaube ich. Also ich kann jetzt hier auch ganz normal die Geschwindigkeit wieder anpassen. Genau. Ansonsten, mich würde nur interessieren, kann man hier irgendwo nachschauen, wie viel BPM der Track original hat. Bin ja hier auf 126 runtergegangen.
Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall mal der erste Eindruck eigentlich gar nicht mal so schlecht. Für das, dass die App eigentlich komplett kostenlos ist. Ja, ich find's geil. Das heißt, wenn ihr ein bisschen abends irgendwie mit ein paar Leuten zusammensitzt oder so, ein bisschen Musik hören wollt und ihr ein bisschen Skills auspacken wollt, könnt ihr euch gern diese App holen. Wie gesagt, ich werde nicht gesponsert oder sonstiges. Ich habe mir die selber ausgesucht. Es gibt natürlich noch mehrere DJ-Apps. Ich habe jetzt die nur gefunden, beziehungsweise das war so mit die beste von den Bewertungen her. Ich finde sie übersichtlich, einfach aufgebaut, man kann hier alles machen. Gut, mit den Übergängen ist ein bisschen schwierig, weil man hat sozusagen nur den Finger und man muss halt mit dem Finger perfekt einsetzen. Und die Turntables, die sind zwar groß, aber ich finde jetzt fürs erste Mal ein bisschen schwierig, den Übergang zu finden. Aber es wäre möglich, damit aufzulegen. Und genau, das soll es eigentlich gewesen sein mit dem ersten kleinen Mobile-DJ-Tutorial, sage ich mal. Wie gesagt, ihr könnt damit ein bisschen Musik mixen, Musik produzieren jetzt nicht, aber ihr könnt einen Mix machen. Es wäre möglich, es ist für euch kostenlos, somit könnt ihr ein bisschen reinschnuppern, wie funktioniert das Ganze. Ich muss natürlich auch sagen, es ist natürlich zum DJ-Controller ein großer Unterschied. Also ihr wisst ja, DJ-Controller hat mal was in der Hand, man kann damit schön Übergänge machen, man hat einzelne Knöpfe und was weiß ich alles und einzelne Pads. Hier müsst ihr halt alles mit den Händen steuern, obwohl das müsst ihr beim Controller auch machen. Aber ihr wisst, was ich meine, ihr müsst halt alles übers Handy machen. Schnuppert gern mal rein, schaut euch die App mal an. Wie gesagt, ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Und wenn jemand schon mal mit einer Mobile-DJ-App aufgelegt hat oder irgendwelche Erfahrungen gesammelt hat, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Und soll ich nochmal so ein Video machen oder ein ausführlicheres Video machen oder ein paar Tutorials raushauen? Das heißt, ich müsste mich halt da ein bisschen mal informieren, wie funktioniert das richtig und was kann die Pro-Version, was kann nur die kostenlose Version. Wie gesagt, einfach unten reinpacken in die Kommentare und jetzt melde ich mich ab. Ich werde jetzt noch einen kurzen Mix aufnehmen. Das erste Mal, dass ich an meinem neuen DJ-Pult einen Mix aufnehme. Mein Urlaub ist jetzt auch leider schon vorbei. Leider. Nichtsdestotrotz werde ich hier fleißig weiter produzieren. Das heißt, es kommen wieder viele, viele Videos. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, die Qualität hat jetzt gepasst. Und die Soundqualität ist, glaube ich, einiges besser. Aber ich habe natürlich die kleine Sony-Kamera noch am Start. Und ja, lasst euch überraschen, was noch kommt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Wir gehen langsam auf die 500 zu. Zwar langsam, aber wir kommen immer näher. Und ihr wisst ja, bei 500 schenke ich euch wieder ein kleines Sample-Pack für alle Produzenten. Vielleicht auch mal für Leute, die ja, auflegen wollen, kann ich vielleicht mal einen DJ-Controller verlosen. Weiß ich noch nicht, keine Ahnung, wie sich das alles hier jetzt noch entwickelt auf dem Kanal. Und jetzt melde ich mich ab, genug geredet. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao!